Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich wieder einmal alles um Technik, denn ich habe das LG G-Pad 8.0 hier. Dies habe ich zu einem Test jetzt da zur Verfügung gestellt von LG. Dafür einen herzlichen Dank. Und das werden wir jetzt im nachfolgenden Video einmal kurz auspacken und die grundlegenden Funktionen uns anschauen. Ich sage viel Spaß, bis gleich und tschüss. Da sind wir nun und packen das G-Pad 8.0 dann direkt einmal aus, nachdem wir kurz um den Karton herumgegangen sind. Vorne drauf ganz unspektakulär das Gerät selber. An der Seite der Schriftzug. Oh, hin auf der Rückseite einige der LG-eigenen Funktionen, wie hier abgebildet direkt Q-Pair, hier der Knockcode. Wir haben auf der Vorderseite des Gerätes, ich kann es jetzt direkt schon mal sagen, einen 8 Zoll Display mit einer Auflösung von 1280x800 Pixeln, einen Quad-Core-Prozessor von Qualcomm. Ich muss kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Das ist der Qualcomm MSM8926. Ja, wer soll sich das auch merken? Ein Quad-Core-Prozessor, wie gesagt, mit 1,2 GHz. Wir haben einen Infrarot-Port oben, dadurch können wir Quick Remote nutzen. Haben die typische Dual-Window-Funktion an Bord, wie gesagt, Q-Pair, wie oben beschrieben, und einen 4200 mAh starken Akku. Wie der das Gerät, 8 Zoll große Gerät mit HD-Display, durch den Tag bringt, werden wir im Test uns nochmal anschauen. Hier drüben wieder nur LG, unten die nur genaue Modellbezeichnung, das ist ein LG-V480. Wir haben die Black-Black-Variante, das heißt vorne schwarz, hinten schwarz und nicht die Black-White, vorne schwarz, hinten weiß. Ich würde vorschlagen, das Gerät kommt nun zum Einsatz. So. Weg damit. Damit man sich nicht verletzt. Das kommt einmal in den Hintergrund. Und hier haben wir direkt das LG G-Pad. Das legen wir erstmal ganz kurz zur Seite. Ups, ist schwer. Okay, Karton. Einmal Fast Unboxing. So. Der LG-typische und gern verwendete und gern gesehene Stecker. Das Kabel, ein wenig Papierkram, was ist es? Es ist eine Kurzanleitung und eine Garantiekarte für Fachhändler. Gut, da wir keine Fachhändler sind, interessiert mich die Garantiekarte reichlich wenig und das kommt wieder direkt schön weg. Der Stecker hat eine Ausgangsleistung von, lasst mich schauen, von 5 Volt, das heißt 1,8 Ampere, ist Standard. Genauso Standard ist das normale USB zu Micro-USB-Kabel oder andersrum, wie ihr es nennen wollt. Das ist alles sehr standardisiert und deswegen ist es nichts Besonderes. Das Besondere liegt hier, denn es ist das LG G-Pad 8.0. Bevor wir uns einmal ganz genau alles angucken, wollen wir erstmal das Gewicht schauen. So. Und wir haben ein Gewicht von 338 Gramm. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Damit ist es eigentlich ziemlich normal. Hier im Vergleich dazu mein G-Pad 8.3 mit 8,3 Zoll Display und Metallrahmen. Wiegt exakt dasselbe. Von daher ist es kein wirklich großer Unterschied zu anderen Tablets. Wir gehen einmal ganz kurz drum herum. Auf der Oberseite haben wir den Headphone Jack, das erste Mikrofon, den angesprochenen Infrarotport für Quick Remote, daneben den Einschub für Micro SD-Karten. Maximal erweiterbar ist der interne Speicher von 16 GB, glaube ich, maximal 32 GB. Auf der Seite haben wir den Ein-Ausschalter und die lauter-leise Wippe. Unten den Micro-USB-Ladeanschluss und die linke Seite ist leer.
Auf der Rückseite haben wir oben die 5 Megapixel Hauptkamera, bei einem Tablet eine Hauptkamera, okay, das LG-Logo und unten zwei Lautsprecher, wobei es eigentlich fake ist, denn hinter den zwei Lautsprechernetzen verbirgt sich nur ein Lautsprecher. Das heißt, statt Stereo-Sound wie beim G-Pad 8.3 haben wir hier nur Mono-Sound. Aber nichtsdestotrotz haben wir vorne, wie angesprochen, das 8,3 Zoll große Display, was in 1280 x 800 Pixeln auflöst, dadurch ein HD-Display ist und eine Pixeldichte von etwa 190 ppi hat. Darüber hinaus ist vorne noch die 1,3 Megapixel Frontkamera, die HD-Videos aufnimmt, die rückseitige Kamera nimmt Full HD-Videos auf. Und dann komme ich direkt mal zum weiteren, was drin ist. Wir haben natürlich WLAN an Bord nach dem Standard A, B, G und N. Es ist Bluetooth 4.0 da, GPS da, LoNa-Satelliten können genutzt werden. Und ansonsten gibt es das Ding auch noch in der LTE-Variante. Ich habe jetzt nur die Wi-Fi-Variante hier. Ja. Gut, dann können wir jetzt beim ausgeschalteten Zustand schon mal direkt den Knock-On-Funktion von LG benutzen. Das heißt, ihr tippt zweimal drauf und das Gerät geht an bzw. aus. An der aktuellen UI, die oben drauf liegt, kann man schon erkennen, besonders an den Onscreen-Tasten, die LG wieder mal verwendet hat, dass wir Android 5.0 verwenden. Und das hätte ich nicht gedacht, denn es ist ja ein sehr günstiges Einsteigergerät, was ursprünglich mit Android 4.4 Android KitKat ausgeliefert wurde. Und dass da jetzt dennoch Android 5.0 drauf kam, finde ich doch schon überraschend. Ansonsten ist die UI wieder LG-typisch. Das heißt, es ist nichts drauf, was man nicht kennt. Wir haben die normalen Funktionen von LG drauf. Das bedeutet, wir können Multi-Window nutzen. Dafür kann man hier unten in den Shortcut-Funktionen, man kann nämlich neben diese drei normalen Standardtasten Shortcuts legen, zum Beispiel hier auch, um die Leiste runterzuziehen, kann man hier allerdings auch Multi-Window hinlegen. Und das heißt, man kann dann hier den Dateimanager in die untere Seite und den E-Mail-Klienten auf die obere Seite packen und jede Anwendung dann ihrerseits in der Größe verändern. Dadurch kann man dann einfach wirklich eben verschieden arbeiten. Man kann dann hier eine Datei auswählen, die dann direkt an E-Mail ranhängen oder wenn man im Internet ist, eine E-Mail-Adresse rekopieren, einfügen. Dadurch hat man viele Funktionen, die man so eigentlich dann auch von Windows kennt und von vielen anderen LG- und Samsung-Geräten. Ansonsten lässt sich zu der Oberfläche nur noch sagen, dass LG ausnahmsweise mal nicht das Tablet mit tonnenweise von eigenen Anwendungen zugebombt hat. Das sieht man daran, dass werkseitig nur eine Seite im App-Drawer belegt ist. Klar sind einige Anwendungen drin und die Google-Anwendungen sind auch alle in einem Ordner versteckt. Aber man sieht im Gegensatz zum LG G-Pad 8.3, dass doch auf einiges an Apps verzichtet wurde, die vorher reingepackt wurden. Zum Beispiel finde ich hier jetzt keinen Video-Editor. Und das sind jetzt Beispiele, die eben jetzt nicht auf dem kleineren Tablet drauf sind, sondern aber auf dem größeren und älteren Brudermodell, sage ich einmal. Ansonsten kann man die Geräte natürlich noch vergleichen. Das werde ich auch in einem kleinen Extra-Video machen, was unabhängig von dem Review des G-Pad 8.3 erfolgen wird, denn ich finde, wenn man nicht weiß, welches Tablet welches ist und man hat es nicht in der Hand, denn an der Rückseite kann man es ganz deutlich erkennen, wir haben rechts ein Aluminiumgehäuse und links ein Unibody-Plastikgehäuse, kann man die beiden Geräte von der Vorderseite eigentlich nicht voneinander unterscheiden und deswegen fände ich es eigentlich auch ganz interessant, von den beiden Geräten ein kleines, aber feines Vergleichsvideo zu machen. Das war dann also mein kleines und ganz kurzes Unboxing des LG G-Pad 8.0. Ich hoffe wieder mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Oder wenn es euch ganz gut gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert mich doch ganz einfach. Bei Fragen zu dem Gerät oder bei irgendwelchen Anregungen, was ich dazu einmal testen soll, lasst es mich einfach unten in den Kommentaren wissen. Ich werde es dann versuchen, in meine Videos reinzupacken. Wie ihr gesehen habt, geht es jetzt auch mit Trackmania Nations Forever los, sowie mit Lightspiel.de. Ich hoffe natürlich, diesen neuen Let's Play rein gefallen euch genauso gut wie City Car Driving mit eurem Track Simulator. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei.
In dem Sinne sage ich einfach bis zum nächsten Video. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss und bye bye.